Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und ich zeige euch heute, wie man Are You With Me von den Lost Frequencies, oder ich glaube nur Lost Frequencies, spielt. Also relativ simpel. Ich spiele es euch einmal kurz vor und zeige euch dann die Akkorde. So, es geht los. Also der komplette Song findet nur auf der E- und der G-Seite statt. Und es gibt verschiedene Arten, das zu greifen. Und zwar einmal die Möglichkeit, dass man das mit dem Ringfinger und dem Mittelfinger auf der tiefen E spielt oder dass man mit dem Zeiger und dem Mittelfinger wechselt. Ich zeige euch gleich beide Versionen. Das ist so ein bisschen eine Geschmackssache. Ich spiele es gerne so. Es geht los mit dem F-Moll im 13. Bund. Der 13. Bund ist der nach dem Doppelpunkt, falls ihr da oben noch nicht wart. Und ich lege den Ringfinger auf die tiefe Seite in den 13. Bund und den kleinen Finger auf die G-Seite in den 13. Bund. Das ist ein F-Moll. Dann geht es runter in den 9. Bund. Da wechsle ich jetzt auf den Mittelfinger. In den 9. Bund und der kleine Finger ist auf der G-Seite im 10. Bund. Das ist ein Des-Dur. Dann geht es runter in den 4. Bund, das ist ein As-Dur. Der Griff bleibt aber gleich, das heißt der Mittelfinger im 4. Bund auf der E-Seite und der kleine Finger im 5. Bund auf der G-Seite. Und dann geht es wieder hoch in den 11. Bund und der kleine Finger im 12. Bund und das ist dann ein S-Dur. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man das nicht mit den Fingern, sondern so greift? Und dann würde ich so machen, dass der Ringfinger immer auf der G-Seite bleibt und auf der E-Seite, je nachdem, ob es Dur oder Moll ist, der Mittel- und der Zeigefinger wechseln. Das heißt, fange an mit dem Mittelfinger im 13. Bund und dem Ringfinger im 13. Bund auf der G-Seite, gehe dann runter in den 9. und wechsle dann auf den Zeigefinger. Unterschiedliche Griffmöglichkeiten, das könnt ihr euch einfach aussuchen. Das ist einfach so ein bisschen Geschmackssache, was euch besser gefällt. Und das Zupf-Pattern funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir sind in einem Viervierteltakt und ihr spielt auf die 1, 2, 3, 4 immer die G-Seite. Ich zupfe die mit dem Mittelfinger, ihr könnt es auch mit dem Zeigefinger machen, das ist jetzt, macht den Bock jetzt nicht fett. Auf die Unzählzeiten zupft ihr mit dem Daumen immer die E-Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann wechselt ihr einfach jeweils nach einem Takt, die Akkorde gehen alle einen Takt lang, jeweils nach einem Takt immer den Akkord. Plektrum spielen. Ich spiele es lieber mit Fingern, weil mit Plektrum muss man immer so ein bisschen springen. Weil das jetzt, wie gesagt, auch wieder so ein bisschen Geschmackssache ist, welchen Sound man bevorzugt und ob man lieber mit Plektrum oder mit Fingern spielt. Ich finde, also wie ich den Song höre, ist es auch noch so, dass die hohe Seite, die G-Seite immer ein bisschen kürzer klingt. Und deshalb mache ich das so, dass ich, nachdem ich die gezupft habe, den Finger von der Seite, also aufhöre zu drücken, den Finger aber nicht von der Seite nehme. Das heißt, ich dämpfe die damit ab, dass ich den Druck wegnehme, aber den Finger auf der Seite lasse, damit die aufhört zu schwingen. Also, dass ich den Finger nicht liegen lasse, dann klingt es so. Sondern ich nehme den immer kurz runter. Thank you.
bisschen eine Koordinationsschwierigkeit, wenn ihr das noch nicht so oft gemacht habt. Das muss man ein bisschen üben. Aber ich finde, das kommt dem Original näher, als wenn man einfach nur das die ganze Zeit durchzockt. Und ja, wenn ihr das könnt, könnt ihr den Song spielen. Das war's tatsächlich schon. Ich dachte mir jetzt, das ist vielleicht ein bisschen kurz. Und deshalb sage ich noch ganz kurz was zu diesem Ding, weil ich habe jetzt gesagt, wie die Akkorde heißen. F, As, Des und Es. Und man kann sich das relativ leicht herleiten. Das sind nämlich immer der Grundton und die Terz von einem Akkord. Wenn ihr jetzt mit Intervallen noch nicht so fit seid, denkt euch einfach einen Barré-Akkord. Das heißt, keine Ahnung, ich nehme jetzt einen Barré im vierten Bund. So, und ich spiele jetzt aber nicht die Töne, die kompletten Töne, sondern immer nur den auf der tiefen Seite und den drei Seiten weiter. Also in dem Fall ist das die E-Seite und die G-Seite. Und das hier wäre halt ein As-Dur als Barré-Akkord. Und wenn ich jetzt nur die beiden spiele, reicht das aber trotzdem, um den Akkord abzubilden. Im Vergleich dazu, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein A-Moll habe, spiele ich wieder nur die beiden Töne, die auf der E- und der G-Seite gespielt werden. Und es reicht trotzdem, damit ich weiß, okay, das ist ein A-Moll. Dasselbe funktioniert, wenn ihr Barré-Akkorde von A ausgehend spielt. Und streng genommen auch, wenn ihr welche von D ausgehend spielt. Die sind nur nicht so, also ich benutze die nicht so wahnsinnig oft. Ich benutze lieber die von E und von A ausgehend. Wenn ich jetzt zum Beispiel im fünften Bund hier ein Barré spiele, reicht es auch, wenn ich den Grundton spiele und den Ton drei Seiten weiter, also in dem Fall die B-Seite. Und das kann ich dann irgendwie verschieben, wie ich lustig bin. Und ihr könnt euch dazu entsprechend, es gibt ein paar Songs, wo das benutzt wird, zum Beispiel für diese Akkorde von ihr ausgehend. Gibt es von Biffy Clyro, heißt die Band, und der Song heißt Many of Horror. Da benutzt er viel diese Akkorde, wo eben nur Grundton und Terz vorkommen. Also dieses Griffmuster. Oder ich habe mal ein Tutorial gemacht zu Blackbird von den Beatles. Hier noch links ein, dann wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf das Tutorial. Da werden viele von diesen weiten Griffen von A ausgehend benutzt. Und ja, das ist einfach eine ganz coole Methode, wenn man nicht immer so begleiten will mit dem Standard Barré oder Singer-Songwriter, Lagerfeuer-Akkorden, dann kann man sich so einfach ein paar coolere Voicings herleiten. Wo man jetzt nicht so wahnsinnig tief in die Materie einsteigen muss, wenn man das nur als Hobby betreibt, aber es funktioniert trotzdem immer sehr gut, weil es toll klingt. Gut, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Song und mit den Tipps im Anschluss. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Tutorials und mehr Songs, dann besucht meinen Channel, lasst mir gerne einen Kommentar da. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, besucht auch meine Homepage www.gitarrentunes.de. Da gibt's ein kleines Store für euch, wo ich Equipment vorstelle, das ich benutze und mit dem ich gute Erfahrungen gesammelt habe. Und ja, dann bis nächstes Mal. Ciao.